Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video gibt es mal wieder ein wenig Gameplay und zwar zu Arena Ranked. Ich habe mir am Anfang der Season vorgenommen, Doppel-Arena Master zu schaffen, also eben in beiden Splits und das ist mir jetzt auch gelungen. Eigentlich war mein Plan, erst auf Predator zu gehen, aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es sehr zeitintensiv ist und man stets mit guten Teammates spielen muss, deswegen habe ich es dann auch gar nicht weiter probiert. By the way, möchte ich mich nochmal kurz dafür entschuldigen, dass aktuell nicht ganz so viele News-Videos kommen. Das liegt aber an der aktuellen Zeit, also wir sind so ungefähr in der Mitte von Season 13, von daher gibt es halt nicht allzu viele News aktuell. Da müssen wir uns noch ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen gedulden, dann bekommen wir auf jeden Fall, denke ich, wieder einiges an News dazu. Wie dem auch sei, möchte ich euch im heutigen Video zwei der letzten Gameplays vom Arena Grind zeigen. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst sehr gerne noch eine Bewertung oder auch einen Kommentar da. Und falls ihr neu seid, dann lasst sehr, sehr gerne auch ein kostenloses Abo da. Es würde mich sehr freuen und supporten und für euch würde es sich sicherlich auch lohnen. Aber gut, nun noch viel Spaß mit dem restlichen Video und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist only. Das war ein Spiel. So dumm zu smoken, wenn die alle drei mal so spielen. Ich mach's wieder, weil ich dumm bin. Nein, wollte ich nicht. Guckt euch die Mates an, die machen schon wieder nichts. Guckt euch den Damage an, Digga. Was macht ihr denn? Ah! Jetzt schön. Beste Waffe im Spiel. Ah, die beste Waffe im Spiel. Komm her. Komm her. Komm her. Lauf mit dem Mist. Komm einfach her. Digga. Aber die beste Waffe im Spiel. Wenn wir die jetzt gewinnen. Natürlich voraussetzen. Okay. Bitte. Wir haben einen. Nein! Oh, Mate, ich liebe dich. Ah! Ich hab doch gesagt, wenn du jetzt was machst, dann liebe ich dich. Und dann mach das. Ich liebe sie ihn. Wuhu, P20 ist es. Aber ist jetzt nicht wirklich krank empfehlenswert. 59. Ich bin 4 Punkte davor. Ich bin 4 Punkte davor. Nein, ich fahr runter wie so ein Dulli. Das ist ein Struggle. Könnt ihr bitte chillen? Pose zu viel. Nein, ich hab's. Direkt weiter rechts stehen müssen, dann hätte ich den schön. Oh no, Mate, bitte hör auf. Mach keinen Mister.
Was? Ich war so 0,1 Sekunden davor. Es ist so frech. Bitte mal, jetzt ist er die Besten. Nein, er hätte einfach abbrechen müssen und ihn holen sollen. Ist er locker geschafft. Mate, bitte. Ach, danke. Nein, Digga. Ach, Mann. Die uns weggehauen haben, sind auf jeden Fall mein Fall. Nates, ich krieg wirklich 1 zu 4 mit diesem Nates. Nein! Oh, Digga. Maggie ist so räudig, Alter. Die ganze Zeit Mosambik, Alter. Ey, ich wollte gerade sagen, ey, Junge, es ist so ein Abfuck mit diesen scheiß Nates hier, ne? Die fucken übertrieben ab mit ihren Nates. Ich kann nichts anderes als Nades spammen, es ist so räudig. Einer down, jeweils einer down, 1 gegen 1. Nein, bitte. Bitte geht nicht dauern, bitte. Bitte. Sauber. Mate, bitte, bitte, wo bist du? Mann. Ach, Digga. Digga, wo bist du, Junge? Danke. Digga, Mate. Och, Mann. Was macht der denn? Der Bogen, Digga. Lösch dich. Wenn ich müsste halt eine Runde alleine zocken. Keine Ahnung, nicht dass das hier noch ewig geht. Lohnt sich nicht mehr Private Games zu machen. Jetzt nicht. Nein, nein, ich glaube nicht. Viele sind jetzt noch da. Was? Scheinert die Lobby, glaube ich, beendet. Wo ist der Mate, Mann? Mann. Ich, das hier ist wirklich los. Alter, der kassiert. Oh, du bist der Beste. Kassiert. Digga, was heißt, was war das für eine geile Nate in einem VW? Was war das für eine geile Nate? Oh. Nein, nimm doch die Waffen, nimm doch die. Oh mein Gott! Mach keine Faxen mehr, bitte.
Sauber. Sauber. Das ist es. Das muss es sein. Jetzt, dieser Körper ist es. Guckt euch das an. Let's go. Das ging so schnell, einfach an 2 Tagen. Mittwoch und heute. Nice, aber weiter gehe ich nicht. Weiter mache ich nicht, auf keinen Fall. Das wird mir zu eklig. Vorher war es nicht so schlimm zu verlieren, aber jetzt durfte ich gar nicht mehr verlieren wieder und das ist mir wieder viel zu stressig.